So, und auf ein neues. Ja, hat ja wieder bombastisch funktioniert gerade. Aber ich sage mal, wir sind noch im Rennen. Oh Mann. Interessant ist, dass man mit dem Ding tatsächlich auch bremsen kann. Was die Sache dann gelegentlich ein bisschen einfacher macht. Hier muss ich eine Kurve fahren. Uah. Wir haben eine Chance. Die Steuerung ist Hölle schwer, finde ich jetzt mal. Hey Leute, wie weit noch? Ach, leg mich hinten rum. Aber laufe ich den Rest eben. Okay, also ihr habt gemerkt, im Schildschlittern bin ich eine echte Pfeife. Aber wir haben auch diesen Schrein aus dem Boden gestampft. Jetzt frage ich mich, wo die ganzen Typen sind, die hier eben rumgelungert haben. Da war doch so ein blöder Exalfos, da hinten rollt noch eine Schneekugel. Ich glaube, wir gehen mal lieber zum Schrein und speichern das Ganze hier. So, Speichervorgang. Untersuchen, überspringen. Puh, mein lieber Freund. Aber das war jetzt wieder der klassische Beweis dafür. Also ich habe das jetzt, naja, ich glaube, ihr habt bis auf ein oder zwei alle Versuche gesehen, die ich unternommen habe. Ach du Schande, was ist denn das? Da hinten fällt wieder eine Kugel runter, okay. Da kommt eine Kugel oben runter. Kugelführung, okay. Die rollt da rein, rollt da rüber und da klatscht sie runter. Da muss irgendwas sein, was ich bewegen kann oder so ähnlich. Ich sehe irgendwelche Eisensachen. Ich sehe, wenn die Luft da. Aha, da muss die Kugel rein. Das scheint soweit auch klar. Da muss ich hin. Ich wollte gerade sagen, ich muss nicht großartig rumfliegen, aber von wegen. Ich muss da hoch. Was haben wir denn hier? Was macht denn das Teil? Oh, shit. Muss ich die Kugel darüber ballern? Da muss ich ja genau im passenden Moment auch noch hier stehen. Okay, macht die Sache nicht einfacher. Ah, guckt mal da. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Hallo? Hallo, Controller, ich hab doch darüber gedrückt. Dämlich. So. Ach du lieber Gott. Also wenn ich das hier richtig überblicke, muss ich hier Stasis-Modul nutzen. Hier muss ich wahrscheinlich das Cryo-Modul nutzen. Das klatschen wir mal direkt hier hin. Wäre zumindest mal so meine Vermutung. Machen wir mal nicht zu hoch, nicht dass er klemmen bleibt. Hey, gehst du wohl. Okay, das sieht schon mal gut aus. Runter machen kann ich nichts per Cryo. Nee, geht nicht. Schade, schade, schade. Okay, das ist mal recht offensichtlich. Auf den Schalter muss ich wohl drauf, damit das Ding die Kugel rüberballert. Ah, da oben hier brauchen wir alle Module anscheinend.
Ja, gucken wir uns die Sachen mal von oben an. Oh mein. Ah, da oben ist eine Kiste. Das ist natürlich jetzt blöd, weil wenn ich das richtig sehe, muss ich hier auch das Cryo-Modul benutzen. Schwierig. Ob das geht? Komme ich da hoch? Nee, oder? Da kann ich ja nicht hochklettern dran. Klopf, klopf. Dong. Interessante Variante. Hätte ich jetzt mit dem Aufwind hier gleich drauf fliegen müssen? Wie hoch geht das Ding eigentlich? Nicht höher als der Stein auch ist. Hätte ich noch eine Idee? Ich klatsche jetzt erstmal eine Säule hier nebendran, damit ich hochklettern kann. Dann hüpfe ich darauf. Hüpfe darüber. Entferne diese Säule. Klopf. Und guck jetzt mal, ob. Okay. Ja, die hebt mich natürlich nicht mit hoch. Das ist natürlich doof. Das ist mehr als doof. Muss ja nur ein bisschen Überlappung hinkriegen, genau. So, jetzt aus Sicherheitsgründen entferne ich diese Säule wieder, weil ich habe ja da unten schon zwei. Und bei mehr als drei gehen die ja kaputt. Moment mal, ich hatte doch da eine Kiste. Ah, da oben. Ich hatte doch da eine Kiste gesehen. Ein Falkenbogen. Ich glaube, dann entfernen wir den Schwalbenbogen. Der da ist doch was besser. Obwohl die beide schön aussehen. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, warum die Kugel da unten drunter runterklatscht. Also, noch viel weiter unten. Nicht so weit unten. Na, vielleicht auch doch. Ah ja. Okay. Das fällt mir jetzt nicht so schwer, das rauszufinden. So, nun kriegt sie die Kurve, oder? Nee, kriegt sie noch nicht. So, jetzt warten wir mal die nächste Kugel ab, dass die mich nicht platt rollt. Und dann gehen wir mal gucken, was da unten drunter kommt. So, dann rollt sie da lang. Rolle, 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 roll. Ah. Schande im Wald. Stasis vergessen. Okay. Das heißt, ich muss da runterspringen, Stasis, und dann da drauf. Na. Nintendo, ihr seid schon krass. Funktioniert das noch? So, jetzt muss ich schon mal Stasis ausrüsten. Ah. Sehr gut. Okay.
Timing gefragt. Na? Ja! Oh, ich dachte schon, ich wäre einen Schritt zu spät. Da freue ich mich doch diebisch. Und wisst ihr was, Leute? Ich habe den Schrein geknackt. Also solche Schreine mag ich viel mehr, wo es nicht ganz so auf Technik, mehr auf Denken ankommt. Weil hier habe ich jetzt wirklich, mal abgesehen vom Fotomodul und von den Bomben, eigentlich alles gebraucht und musste an der passenden Stelle einsetzen und habe sogar eine Kiste und ja, das war gut. Moment. Dann habe ich ja diese Prüfung eigentlich geschafft. Muss der gefällt mir Button. Ja, das überspringen wir jetzt, dieses Gelaber. Ich glaube, das war nicht so schlecht. Ich habe übrigens die Woche mal festgestellt, also als ich angefangen habe mit diesen Let's Plays hier, und ab und zu mal so ein bisschen Meinung und Technik, habt ihr vielleicht auf meinem Kanal gesehen. Würde mich übrigens freuen, wenn ihr da ab und zu mal reinguckt. Vielleicht nicht der beste Kanal auf YouTube, obwohl eigentlich doch. Nee, Quatsch. Ihr dürft gerne ab und zu mal reingucken. Jo, also als ich angefangen habe... Wieso muss ich jetzt dahin? Gefällt mir nicht. Jo, als ich angefangen habe, hatte ich 3 Abonnenten. Und jetzt sind es 17. Das sind alles natürlich keine Mega-Zahlen. Aber um ehrlich zu sein, ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass doch wenigstens ein paar Leute was gucken. So ab und zu einen Kommentar freue ich mich eigentlich auch riesig drüber. Likes finde ich natürlich auch toll. Ab und zu habe ich zwar auch schon mal Dislikes gekriegt. Gut, da freue ich mich jetzt nicht so drüber, logisch. Aber mir wäre es eigentlich lieber, wenn jemand, der mir ein Dislike da lässt, also einen Daumen nach unten, dann vielleicht auch einfach mal dazu schreibt, warum. Das würde mich nämlich interessieren. Könnte ja sein, dass sich meine Stimme nicht gefällt oder meine Art zu spielen oder was weiß denn ich. Aber na gut, ich würde es halt schon gerne wissen. So, jetzt hat mich das hierher gelotst. Genau genommen hierher. Was mache ich hier? Ich glaube, ich muss zum Dicken. Oder auch nicht. Demjenigen, der diesen Titan betritt, biete ich im Namen der Göttin hier eine Prüfung an. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Medo deinen Erinnerungen. Oh oh. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Was kommt denn jetzt? Okay, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, wenn jemand der Meinung ist, das Video wäre nicht gut oder irgendwas gefällt ihm nicht, das dürft ihr mir ruhig in die Kommentare schreiben. Das ist mir sogar lieber, wie nur ein Daumen nach unten, dann weiß ich nämlich, okay, dem gefällt das oder das oder das nicht. Meine Stimme, meine Art zu spielen oder was auch immer. Wobei meine Stimme und meine Art zu spielen, da kann ich nicht so viel dran ändern. Ein Ort der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein, nicht schon wieder. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele, nutze nur die dir gegebene Ausrüstung. Och nee. Kriege ich jetzt wieder alles abgenommen? Okay. Naja. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja. Kurz gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was gefällt euch. Oder wenn euch was nicht gefällt, schreibt es mir auch rein. Dann kann ich zumindest mal gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, was dran zu ändern.
Wenn es natürlich irgendwas ist, was ich nicht ändern kann, ja, dann ist es nicht anders. Aha. Ah ja. Ich habe ein Eisvogelschwert. Habt ihr Ast-Elgi-Gurk-Örk? Und jetzt habe ich auch noch einen von meinen viel zu wenigen Pfeilen verballert, die ich habe. Okay, ich brauche definitiv Bombenpfeile. Na. Wo ist er denn? Oh, ich habe ihn gefunden. Aua, der mich auch. Hey! Ich hab dich doch getroffen, du Säckel. Oh! Blöder Kerl. Hey, wieso fällt denn der nicht runter, Mensch? Ich treffe den doch dauernd. Toll, hab noch einen Pfeil. Super. Hallo, warum kann ich nicht mehr fliegen? Nee. Das wird eine schwere Kiste hier. Bleib hier, du Feigling. Hat alles keinen Wert, ich muss nah ran. Bleib hier, du Feigling. Hopp, beweg dich. Wo willst du hin? Jetzt müsste ich das Auge treffen, aber der hält ja jetzt nicht gerade gut still. Verdammt. Komm her! Ja, supi. Hopp, beweg dich! Nee. Ich hasse das, dass der immer abhaut, wenn man gerade ins Visier nimmt. Hallo? Aufstehen. Oh, Mann, beweg dich doch. Sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, das reagiert einfach zu langsam. Ich habe nämlich, nachdem ich den letzten Pfeil geschossen hatte, super, ich sehe nichts, bin ich sofort zur Seite eigentlich, also habe zur Seite gerückt zumindest, und bewegt hat er sich leider nicht. Schon wieder. Könnte eng werden. Ab, der Kerl. Hey! Nicht einfach umfallen. Hat er jetzt erschwert? Hallo. Komm raus. Naja, so ganz schlecht bin ich offenbar nicht, aber das wird jetzt, glaube ich, nicht mehr leichter, oder? Ich hab's geahnt. Scheibenkleister. Jetzt kommt die Nummer wieder. Nix wie weg. Hallo? Du solltest dich nach links bewegen. Link, guck doch einfach mal drauf, was der was ich am Controller drücke und beweg dich so. Würde mir die Sache erleichtern.
Bauchi Pambauchi. Jetzt haut er wieder ab. Und jetzt geht mein Bogen gleich in Eimer. Hervorragend. Dann nehmen wir den. Vielleicht können wir da die Trefferquote erhöhen. Und das jetzt mal wieder. Ah, ich hatte doch irgendwas zu füttern. Nintendo, ihr übertreibt. Mit so viel Essen. Das war viel zu einfach. Scheiße. Ist das wieder? Wo ist er? Bleib hier. Oh, nichts für weg. Nichts für weg. Ja. Hey, na, das ist doch eine feige Socke. Komm runter. Hey, wie macht er das? Er schießt durch die Steinwände. Wo ist er? Das machst du nicht mehr lange, Freund. Oh, jetzt haut er wieder ab. Bleib hier, du feiger Hund. Wo ist er? Oh, da oben ist er. Hab ihn gefunden. So, jetzt haben wir nur noch einen Bogen. Das wollten wir nicht. Das wollten wir. Komm schon, komm schon. Im ersten Versuch. Donnerwetter. Bin ja stolz auf mich. Da sammelt man sich über gefühlte 200 Parts. Okay, nee, sind ein paar 80. Eine gescheite Ausrüstung zusammen. Und was machen die? Nehmen sie einem ab. Das Schlimme an der ganzen Kiste ist, ich glaube, das war der einfachste Gegner. Oder einer der einfacheren. Obwohl, die gingen eigentlich alle bis auf den Wüstentitan. Der war übertrieben. Wie ich den schaffen soll, weiß ich beim besten Willen nicht. Aber wisst ihr was? Ich glaube, der Part ist lang genug. Wir gucken uns jetzt noch an, was jetzt kommt. Die werden jetzt hier noch eine Zeit lang ein bisschen was labern. Und dann beenden wir das Ganze. Na, jetzt dudelt er wieder. Oh? Oh? Na, sowas? Ich mag es allein zu reisen, außer dem Wind lenkt mich nichts davon ab, ganz in Gedanken zu versinken. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Orni, Rivali, gehört habe, da möchte ich ihm ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Hä? Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Vamedo verbringen, der von Rivali gesteuert wurde. Na, dann mach doch. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Rivali, einen der Recken aus der vergangenen Zeit, irgend sowas. Höre die Geschichte desjenigen, der Medos Lenker ward, bevor er folgte des Reckenpfad. Der Orni-Krieger Rivali flog hoch hinauf, sein Dorf suchte die Prinzessin auf. So wie ich nun berichte, ist es Geschichte. Oder so. Oh. Oh.
Hehe. Dem gönn ich's. Arroganter Vogel. Das reicht nicht. Ich muss in der Mitte des Wirbels bleiben, sonst komme ich nie nach oben. Ihr guckt mir heimlich zu? Das ist aber nicht die feine Art, Euer Hoheit. Verzeih mir. Die Leute im Dorf hatten mir gesagt, dass ich dich hier finden würde. Ich verstehe schon. Es ist Zeit, dass ich mich entscheide. Ich werde mich für euch um die Verheerung kümmern. Dieser Ganon ist bald Geschichte. Vielen Dank, Revali. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ohne Aber dich. ich muss euch warnen. Hey, das sind nur 3, keine 4. Wie war das? Ich soll dem Träger des Bannschwerts die Hand halten? Damit dem armen Kleinen ja nichts passiert. So war's doch. Ich hoffe, er verliert nicht sein Selbstbewusstsein, wenn er meine Künste sieht. Nicht, dass es am Ende Tränen gibt. Alter, bist du arrogant. Mir scheint, dass der Recke meines Stammes nicht besonders gut darin war, seine wahren Gefühle zu zeigen. Weiß nicht. Wie findest du die Ballade von Revali? Ich wollte zeigen, was Revali wirklich fühlte, nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich, der Schüler, die fehlenden Verse ergänzen sollte. Ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut. Revalis Sturm wird dir nun noch bessere Dienste leisten. Okay. So langsam bist du bereit, es zu Ende zu bringen. Ganons letztes Stündchen hat geschlagen. Den haben wir schon längst platt gemacht, du Pfeife. Okay, wenn ich das richtig sehe, was haben wir denn? Enthält die Macht Rivali, so lässt deinen Aufwind entstehen, bla 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 bla. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Das ist nicht das Schlimmste. Geschafft. Okay, dann reicht's an dieser Stelle mal. Der Part ist, glaube ich, jetzt mega lang. Wenn ich nicht doch zwischendurch dann doch was geschnitten habe, also zwei Teile draus gemacht, werde ich sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part dann wieder und dann gucke ich mal, wo es als nächstes hingeht. Okay, bis dahin, macht's gut und Papa Noob sagt Tschüss!